Ja, jetzt schauen wir noch mal rein in eine ganz konkrete Kooperation. Herr Suchand, Sie arbeiten seit vielen Jahren schon mit dem Unternehmen Herion zusammen, hier aus der Region Pfaffenhofen. Und da haben wir zwei Vertreter heute hier. Geschwister kann man an der Stelle sagen, weil es eine Doppelung des Namens ist. Ich darf bitte die Katharina Linner und den Ludwig Linner nach vorne bitten. Ja, herzlich willkommen hier vorne. Die erste Frage mal ganz kurz an ja, und Frau Linner, was ist denn das Unternehmen WHM Herion? Und dann gibt es auch noch eine Linner GmbH, in kurzen Worten. Vielen Dank. Gerne von meiner, unserer Seite. Hallo, guten Abend. Also wir stehen Corona-konform, zwei Haushalte treffen sich, wir sind sogar eng verwandt. Wer sind wir? Die Linner Unternehmensgruppe ist in Wollensach ansässig. Wir haben mehrere Unternehmen und befassen uns mit der Entwicklung und dem elektronischen Prüfstandsbau für die Fahrzeugtechnik. Wir sind im Bereich der Antriebstechnik zu Hause. Wir stellen Antriebstechniklösungen für Horizontalfahrfahrachsen, für Roboterachsen und so weiter her und fertigen elektromechanische und elektrifizierte Baugruppen. Das ist das, was wir in Summe machen. Wie groß ist Ihr Unternehmen? Heute sind wir in Gruppe etwa 220 Mitarbeiter und mit der Hochschule Ingolstadt arbeiten wir seit 7 Jahren bestimmt, 8 Jahre schon zusammen und vielleicht mache ich jetzt einfach weiter. Gerne, wenn es so läuft. Das ging natürlich erstmal an mit sehr niedriger Flughöhe, studentische Arbeiten hier ins Haus zu geben, sehr konstruktionslastig, wir kommen aus dem Maschinenbau, um studentische Gruppen mit Nicht-Fachwissen auf unsere Probleme loszulassen, um deren Arbeiten und Entwicklungen bei uns in die Entscheidungsfindung und weitere Entwicklung mit aufzunehmen, bis hin zu ersten Förderprojekten, die wir in Zusammenarbeit mit der Hochschule Ingolstadt gemacht haben. Und daraus sind auch verschiedene Produkte entstanden. Da wollen wir gleich noch mal reinschauen, welche das sind. Das interessiert uns natürlich. Vielleicht aber noch eine Frage, wie sind Sie denn zusammengekommen überhaupt? Es geht um Beziehungsebene, da darf dann die Frau. wir stehen hier als die Hälfte der Geschäftsführer, die wir sind. Wir sind drei Geschwister plus ein Vierter hat es geschafft, den Ehrenbruder-Titel zu ergattern. Der ist seit Anfang des Jahres bei uns in der Geschäftsführerriege. Und die Hälfte von uns hat hier studiert. Das heißt, daher gibt es allein schon Connections, weil wir ja mit der Muttermilch die Ingolstädter Hochschulen aufgenommen haben. Und da haben sich die Kontakte eigentlich nie verloren, glücklicherweise. Also der Weg war für uns immer wahnsinnig kurz. Okay, also die Hemmschwelle war niedrig, der Elfenbeinturm war schnell erklommen. Nee, ist er ja nicht, haben wir schon gelernt. Jetzt aber wird uns interessieren, welche Projekte konkret es waren und was daraus ja auch für Produkte entstanden sind. Ich weiß nicht, Herr Suchand, wollen Sie auch was ergänzen, aber die beiden machen das hier so toll. Also es fühlt sich natürlich erstmal komisch an, von der vom Hörsaal, vom Auditorium auf einen Prof als Geschäftsführer oder Unternehmer zuzugehen. Aber was haben wir gemacht zusammen? Wir haben ein spielfreies Stirnrad, ein spielfreies Zahnrad entwickelt in den Anfängen der Zusammenarbeit. Das ist ein Produkt, das heute bei uns im Katalog vertrieben wird. Also das ist fertig entwickelt, ist am Markt gebracht und wird vertrieben. Wir haben einen hochdynamischen Drehantrieb, spielfreien Drehantrieb entwickelt, der nicht als endfertiges Produkt in irgendeinem Katalog gelandet ist, aber in kundenspezifischen Anwendungen modifiziert wird. Es sind noch zwei Produkte, die wir zum Patent angemeldet haben und auch der Patente wurden. Ein Projekt haben wir versäppelt, gebe ich offen und ehrlich zu, es klappt nicht alles. Innovationsförderung ist ja auch mit Risiko behaftet. Proof of Concept haben wir dargestellt, haben wir auch zum Patent angemeldet, auch bekommen. Aber wir haben zu viele Einstellgrößen gehabt, als dass wir das System ins Laufen gebracht haben. Und das ruht momentan. Also ist nicht alles Gold, was glänzt. Aktuell haben wir laufende Projekte, mehrere. Für uns in relativ hoher Flughöhe. Wir digitalisieren einen sehr handwerklich geprägten Servicedienstleistung von uns im Haus. Auch wenn sehr viel CNC-Technik verwendet wird, ist es trotzdem sehr handwerklich geprägt. Diese Prozesse zu digitalisieren und gehen für uns jetzt auch den großen Schritt als Maschinenbauer, Metall, Mechanik,
in die Digitalisierung, wo wir hier auch dank der Hochschule in Ingolstadt uns mit KI und neuronalen Netzen befassen. Ich verstehe das nicht, aber die Jungs hier machen das super, um auch an digitalen Geschäftsmodellen zu arbeiten. Weg vom Lohnfertiger, der wir vor vielen Jahren einfach waren, hin zu eigenen Produkten, eigene Produktentwicklung und im Zuge der Digitalisierung natürlich auch, was machen wir morgen und übermorgen. Und das ist das, wo ich jetzt auch in der Runde einfach mal Danke sage, dass wir dieses Klavier der Hochschule so bespielen dürfen. Selbstverständlich sind es Projekte, wo wir auch trotz Fördergelder sehr viel eigene Leistung mit reinbringen. Das verschlingt viel Geld. Natürlich werden auch nur die Personalkosten gefördert, in Anführungsstrichen. Wir sind ein Mechanikunternehmen. Da kommt natürlich auch noch viel an Add-on-Kosten mit dazu. Aber diese Förderung ermöglicht uns auf jeden Fall, Schritte zu gehen, die wir uns alleine vielleicht nicht getraut haben. Wunderbar, jetzt ist aber so großer Umriss jetzt. Großer Umriss, jetzt ist aber ganz, also mehrmals ja der Begriff Patente auch gefallen. Und jetzt mal ganz konkret an dem Beispiel, Herr Suchand, wie haben Sie denn das gelöst jetzt mit den Patenten? Also konkret haben wir das so gelöst, dass wir die Patente abgegeben haben an die Firma Herion, war das noch, die Firma Herion. Die sind Patentinhaber, weil das eben auch im Zuge dieses Kooperationsprojektes entstanden ist. Klar, die Mitarbeiter, die dann daran gearbeitet haben, die ja dann auch eingetragen sind als Erfinder, die haben dann eine entsprechende Erfindervergütung bekommen, wie es so üblich ist. Das hat die Firma Herion zahlen müssen, das ist ganz klar. Aber die Patentrechte sind jetzt erstmal bei der Firma, ist auch unabdingbar. Ansonsten macht es ja auch für ein Unternehmen keinen Sinn, wenn es sich an solchen Forschungsprojekten beteiligt und dann hinterher nicht eben das, was rauskommt, auch wirklich vollumfänglich nutzen kann. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir eine Frage, da kann eine Frau sicherlich gut antworten. Welche Wünsche sind denn noch offen in der Kooperation? Gibt es denn Themen, wo Sie sagen, da müssen wir noch hinschauen? Also wo wir sehr dankbar sind, ist jede Form von Unterstützung, die jetzt für uns außerhalb unserer Welt ist. Ein Patent anzumelden ist für uns nicht Alltag. Das heißt, es ist sehr weit weg von unserem operativen Geschäft und da hängen wir ganz furchtbar drin. In unserer Welt haben wir die Hallen voller Jungs und teilweise auch Mädels im Blaumann stehen. Das heißt, wir sind mit der Sprache, die man spricht, um ein Patent anzumelden oder sich irgendwo in Forscherkreisen zu bewegen, einfach nicht firm. Und da sind wir sehr dankbar um die Unterstützung und bitten darauf auch aufbauen. Das eine ist, ein Patent zu haben, das andere ist, den Wert zu heben. Und da ist so viel Erfahrung und Kompetenz hier im Haus und bei den Ansprechpartnern, mit denen wir bisher haben zusammenarbeiten dürfen, dass wir da nur profitieren können. Und der Wunsch ist auf der anderen Seite auch der Ausgleich. Wir lernen von der Kooperation mit der Hochschule genauso viel wie die Hochschule von uns. Und das ist das, was wir uns sehr wünschen und wofür wir sehr dankbar sind, dass für uns der Kontakt wahnsinnig nahtlos ist. Also es ist so unproblematisch, dass es über ein kurzes WhatsApp geht mit "Lass uns mal bitte sprechen", das hat nichts mit Elfenbeinturm zu tun oder mit irgendeiner unterschiedlichen Augenhöhe. Das heißt, das gerne und unbedingt weiterhin und ich finde es so spannend, da nicht nur das fertige Produkt in Händen zu halten, sondern dann auch die Weiterentwicklung begleitet zu haben. Und da sprechen wir jetzt über viele, viele Jahre der Zusammenarbeit bis hin zu dem ersten Resümee, wie erfolgreich war der Marktanlauf. Ja, wunderbar. Jetzt können wir den Bogen noch schließen zum Gesetz, zum neuen. Was bringt dieses neue Forschungszulagengesetz jetzt für diese spezielle Kooperation? Ja, da muss ich jetzt auch erstmal überlegen, es ist sicherlich eine neue Möglichkeit der Zusammenarbeit. Also was wir bisher an gemeinsamen Forschungsprojekten gemacht haben, kann man auch mal sagen, waren ZIM-Projekte, wo halt dann das Unternehmen gefördert wird für den einen Teil, der im Unternehmen läuft und die Hochschule eben einen separaten Antrag stellt. Das heißt, die Hochschule wird dann nicht, die Forschung der Hochschule wird nicht vom Unternehmen bezahlt, sondern direkt vom Gesetz vom Staat eben über die ZIM-Förderung, über das eigene ZIM-Projekt. Das, denke ich, eröffnet jetzt noch einfach mal einen zusätzlichen Spielraum, eine zusätzliche Möglichkeit. Und so wie es ich jetzt verstanden habe, also für mich war das auch noch ziemlich neu, was ich heute gehört habe, aber es scheint noch mal deutlich einfacher zu sein wie ein ZIM-Antrag. Und das öffnet einfach nochmal zusätzliche Chancen, da auch mal was zu platzieren, was beim ZIM-Antrag
nicht durchgegangen wäre. Also ich denke jetzt an unseren letzten ZIM-Antrag, den wir gestellt haben. Der ist erstmal abgelehnt worden, dann haben wir nochmal nachgeliefert, dann haben wir nochmal nachgeliefert und dann haben wir ihn dann doch gekriegt. Das ist doch ein gewisser Aufwand, der dann manchmal dahinter ist und das ist hier wohl ja, hoffentlich einfacher. Und natürlich eine Frage an die Unternehmer, wird es jetzt noch mehr Projekte geben? Ich hoffe, wir werden nicht müde, kreativ zu bleiben und dass uns immer wieder was Neues einfällt. Es muss natürlich auch sich wirtschaftlich tragen. Es muss von Erfolg gekrönt sein, in egal welcher Art und Weise. Wir bezahlen ja auch einen Großteil dazu, die Mitarbeiter, das Equipment und so weiter und so fort. Aber vielleicht mal auch aus Unternehmenssicht, was hilft uns die neue Förderung? Wir haben die letzten 1,5 Jahre schon in gewissen Bereichen der Wirtschaft einen mittelmäßigen bis starken Rückgang mitbekommen. Corona bringt noch ein bisschen Druck auf den Kessel. Das, was wir natürlich auch als allererstes im Fokus haben, inwiefern wollen wir uns denn Forschung und Entwicklung weiter leisten? Wir müssen sparen, wir müssen die Liquidität sichern, wir wollen die Arbeitsplätze sichern, ich möchte meine Kollegen nicht heimschicken. Das ist natürlich ein Baustein, wo ich sehr interessiert auch meine Notizen gemacht habe, auch ein paar Hausaufgaben mitgenommen habe, das ein oder andere Mal nachzuschauen, um eben auch an unserer Zukunft weiterzuarbeiten. Weil wir stehen halt im internationalen Wettbewerb, ob ich will oder nicht, das ist so, die Welt ist groß. Wenn ich heute bei Amazon oder eBay was bestelle, dann ist mir wurscht, woher das kommt, Hauptsache das ist morgen da. Und ich muss meine Dienstleistungen und Service auch diesem Markt anpassen, ob ich will oder nicht. Und deswegen ist es ein neuer Baustein, ein weiterer Baustein, der uns ermöglicht, in unsere Zukunft zu investieren. Das ist eigentlich schon fast ein wunderbares Abschlusswort, was Sie hier machen. Aber ich möchte das trotzdem natürlich noch mehr einladen an die Runde. Gibt es konkrete Fragen hier an dieses Winning-Team, das wir hier vorne stehen haben? Ich denke, das ist auch der Zeit geschuldet. Wir sind etwas über der Zeit, aber ich denke, das war jetzt wertvoll, da noch mehr reinzuschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich an die Runde, dass wir hier Einblick nehmen durften. Herr Suchand, wollen Sie noch was ergänzen? Ja. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen an alle Unternehmensvertreter, überlegen Sie sich, ob Sie nicht auch Themen haben, wo eine Zusammenarbeit sinnvoll ist mit einer der beiden Hochschulen hier im Ingolstädter Raum. Also ich glaube, ich kann da auch für den Kollegen Hochrewe sprechen. Wir freuen uns immer, wenn Sie auf uns zukommen. Wir sind immer an spannenden Themen interessiert. Es können große Forschungsprojekte sein, aber auch kleine Aufgabenstellungen. Das Ganze ist für uns auch im Rahmen der Lehre hilfreich, das darf man auch nicht vergessen, haben wir bis jetzt gar nicht angesprochen, aber auch unsere Lehre, die ja immer aktuell sein soll, lebt letztlich davon, dass wir uns mit aktuellen Themen beschäftigen. Wir sind teilweise dann, wenn wir mal Professoren sind, sehr, sehr lange an der Hochschule und wenn wir da nur Dinge erzählen würden, die wir vor vielen Jahren mal selber in der industriellen Praxis mitgenommen haben, dann wäre das irgendwann veraltet. Also auch wir als Hochschulen profitieren natürlich von solchen Dingen. Wunderbar. Ja, dann ganz herzlichen Dank an diese Runde. Das war jetzt quasi schon der Abschluss. Bitte schön. Frau Christian, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben vielleicht gemerkt, dass mir das Thema am Herzen liegt aus verschiedenen Gründen, weil ich mich schon länger damit befasst habe, mit diesem Instrument, weil mir Innovation am Herzen liegt, weil mir der Mittelstand, die Unternehmen hier am Standort am Herzen liegen, natürlich auch die Kooperation mit den Hochschulen. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass wir jetzt diese Veranstaltung durchführen konnten. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, dass die im April nicht stattfinden konnte, weil wir jetzt schon vom Verfahren her ein Stück weiter sind. Wir hätten viel mehr Fragezeichen im April gehabt, jetzt wissen wir das schon. Und es ist ein Stück weit auch ein guter Zeitpunkt, weil Sie jetzt ja in diesen Tagen und Wochen über Ihre Budgets fürs nächste Jahr nachdenken und vielleicht da bei auch schon mal berücksichtigen können, was sozusagen vielleicht in Richtung Forschung und Entwicklung da gehen könnte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die hier beigetragen haben, bei Frau Christian, auch bei der Handwerkskammer, die wir noch gar nicht so richtig erwähnt haben, auch die als Partner hier aktiv dabei war, möchte ich mich sehr, Herrn Heinreich, sehr stark bedanken. Bei allen, die mitgewirkt haben, die Professores, Gebrüder oder Geschwister Linne, aber ganz besonders bei Frau Berger, die den weiten Weg hier aus München auf sich genommen hat. Sie sind ja für einen großen Bereich zuständig hier regional und dass sie es auf sich genommen herzukommen und auch für das Thema so brennen, dass wir sie dann in unserer Seite wissen dürfen, das hat mich ganz besonders gefreut. Aber insbesondere habe ich mich über Ihre Beteiligung hier gefreut und Ihr Interesse.
denken Sie darüber nach, tragen Sie es weiter in Ihren Kreisen, belästigen Sie uns gerne, kommen Sie auf uns zu mit Fragen, wenn Sie noch was wissen wollen. Wir stehen ja zur Verfügung und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Impuls hier setzen konnten.